Damen und Herren, guten Abend nochmal, Frau Hennig. Hier ist nochmal Thomas Kemmerich. Ja? Da ich Herrn Ramelow heute Abend nicht erreichen konnte, ist aber doch eilt, möchte ich ganz kurz mit Ihnen sprechen. Haben Sie 2 Minuten? Na, 2 Minuten. Wunderbar. Ja, tut mir leid für den späten Anruf. Ich möchte erstmal sagen, dass mir heute Morgen nicht bewusst war, was für ein fatales Signal meine Wahl in das ganze Land aussenden würde. Daher fühle ich mich dazu gezwungen, dies zu korrigieren. Neuwahlen auszurufen halte ich allerdings für strategisch und falsch. Das würde den Eindruck erwecken, dass wir eine demokratische Wahl für ungültig erklären, nur weil sie für die AfD günstig erscheint. Ich habe da eine andere, sehr viel bessere Idee. In Rücksprache mit meiner Fraktion haben wir uns dazu entschieden, eine Alle-Parteien-Regierung aufzustellen. Soll heißen, eine Regierung, in der alle Parteien bis auf die AfD vertreten sind. Das heißt Schwarz, Rot, Rot und Grün und natürlich Gelb. Mit einer solchen Koalition könnten wir ein überdeutliches Signal in alle Bundesländer schicken, dass alle demokratischen Parteien, wenn es sein muss, eine Einheitsfront gegen den widerstarkenden Faschismus bilden würden. Ihrer Fraktion würde ich dabei sogar das Innenministerium anbieten. Was halten Sie von der Idee? Mir finde ich das erstmal zur Kenntnis, Herr Kemmerich. Wir hatten immer die Chance, in den letzten Monaten genau dies mit uns zu verhandeln. Wir haben Ihnen angeboten, in unsere Koalition einzusteigen. Und Sie werden verstehen, dass ich natürlich dann auf einen Ministerpräsidenten Ramelow bestehe. Ja. Ja, aber wie gesagt, Neuwahlen... Ansonsten lege ich das um diese Zeit einfach zur Kenntnis und werde es mit meinen Gremien besprechen. Meine Auffassung haben Sie jetzt gerade gehört. Ja, vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe den Subtext Ihrer Aussage verstanden. Was halten Sie davon, wenn wir vielleicht einfach im Laufe des morgigen Tages, vielleicht morgen Abend, nochmal sprechen, uns vielleicht auch in Erfurt treffen, falls wir gerade in der Stadt sind? Wir können gerne morgen Abend sprechen. Das ist keine Zusage für irgendwas, aber wir können gerne morgen Abend sprechen. Wunderbar. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiederhören.